Achtung, Aufnahme. Betreten verboten. Tief versteckt auf dem Gelände eines großen Hollywood-Filmstudios in einem fensterlosen Aufnahmeraum spielt das Symphonieorchester die Musik ein zum Film Fluch der Karibik 2. Der Komponist ist Hans Zimmer, einer der gefragtesten Filmmusiker in Hollywood, ein Superstar der Szene. Es bleiben nur noch wenige Tage, bis der Soundtrack fertig sein muss. Wie immer ist der Zeitdruck extrem. Manche Kompositionen sind erst in der Nacht zuvor fertig geworden. Let's just go to here before anybody gets hurt. We're waiting now. Hans Zimmer, 1957 in Frankfurt geboren, hat die Musik für mehr als 100 Filme geschrieben. Darunter einige der größten Erfolge Hollywoods, zum Beispiel Rain Man. Zuletzt war er unter anderem für Da Vinci Code zuständig und für den König der Löwen gewann er sogar einen Oscar. Zimmers Privatstudio im Westen von Los Angeles. Vor kurzem hat er den technikstrotzenden Raum umbauen lassen. Macht, dass es so aussieht wie ein Wiener Bordell des ausgehenden 19. Jahrhunderts, lautete sein Auftrag an den Architekten. Und hier sitze ich da, ganzen Tag lang. Und manchmal kommt eine Idee und manchmal kommt eine gute Idee und die meiste Zeit kommen keine Ideen. Ich weiß, ich muss da in 6 Wochen oder 12 Wochen oder so 2 Stunden Musik schreiben. Also das kann ja nicht so lang dauern. Aber manchmal dauert das 6 Wochen, bis ich da so eine kleine Melodie irgendwie habe, die was bedeutet. Eine Bedeutung hat die Musik, wenn sie den Film nicht einfach untermalt. Gladiator verlieh sein mystischer Soundtrack eine weitere Ebene. Zur testosterongeladenen Sandalen-Action kam die Verzweiflung und Todessehnsucht des Hauptcharakters. Der Regisseur muss den Film mir geben. Und ich muss auch Respekt dafür haben, dass der Film jetzt auf meinen Schultern auf einmal drauf ist. Und dass der Regisseur eine bestimmte Vorstellung gehabt hat, was er für einen Film machen soll. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist immer, das zu tun, was er sich überhaupt nicht vorstellen kann. Auch bei Black Hawk Down, einem Film über den Militäreinsatz der USA in Somalia, ist es Zimmers Musik, die den Film erweitert. Die Musik nimmt dem Tod fürs Vaterland alles Heroische und zeigt stattdessen die Angst und die Einsamkeit des Einzelnen. Ich fühle mich immer am glücklichsten, wenn ich etwas vorspielen kann für einen Regisseur und die im Schock sind, weil sie es nicht vorstellen konnten. Und dass es etwas Neues ist, das sie sich nicht vorstellen konnten. Etwa dann, wenn die Musik die Bedeutung der Bilder komplett umdreht. Black Hawk Down. Die Überlebenden kehren ins Camp zurück, doch die Musik erlöst den Zuschauer nicht. Sie zeigt das Innere der Soldaten, Trauma und Leere. Im Deutschen habe ich einen englischen Akzent, aber in der Musik habe ich einen deutschen Akzent. Ich schreibe immer als Europäer und ich schreibe ja meistens über Amerika. Und wie das eben so ist, als Ausländer hat man immer einen bisschen anderen Gesichtspunkt. Come along, kids, we're going on a tour. Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb Hans Zimmer ist inzwischen eine ausgewachsene Musikfabrik geworden. Our machine room. It's called a machine room because there are lots of machines. Seine Firma Remote Control Productions gehört zu den ganz großen Fischen im Haifischbecken Hollywood. In 3 Gebäuden voller Hightech-Studios arbeitet ein Heer von Musikern. Viel zu viele Noten hier drin, sieht man ja.
Sind Sie stolz, wenn Sie das sehen? Nein. Nein. Warum? Es macht Spaß. Ja, ich bin so stolz wie mein Sohn, wenn er ein schönes Schloss auf dem Strand baut, gell? Eine Sandburg baut. Dasselbe. Ganz so leicht ist es dann doch nicht. Der Weg zum Soundtrack ist immer eine Qual für ihn. Am Anfang steht das leere Blatt und dann kommt die Angst, dass ihm nichts einfällt. Jedes Mal, aber dann denke ich immer drüber nach, dass der Beethoven da-da-da-da geschrieben hat. Das kann ja jedes Kind. Jedes Kind geht ans Klavier und irgendwie kommt das dann auf diese Reihe von Tönen. Und das Komponieren ist so eine komische Sache. Das ist eigentlich mehr als ein Entdecken. Ich weiß, während ich jetzt hier da am Klavier sitze, dass mindestens 10.000 Leute in der Welt im Moment dieselben Töne spielen und wahrscheinlich dieselbe Reihenfolge an Tönen spielen und nicht erkennen, dass das eine Melodie ist. Und irgendwie, das ist eben diese Magie der Musik, dass auf einmal bedeutet das irgendwas, diese 3-4 Töne nacheinander, die man schon das ganze Leben lang gespielt hat. Und die haben nie was bedeutet und auf einmal ist es da. Mein Vater ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war und ich habe mich irgendwie in die Musik geflüchtet. Und die Musik war mein bester Freund. Das war für mich immer mein Schutz irgendwie vom Leben, von der Realität, auch als Kind schon. Und ich weiß auch von meiner Frau, wenn immer wir ein Argument haben, fange ich irgendwie an so. Ich verziehe mich in die Musik. Die Musik war immer gut für mich. Wir hatten ein Klavier zu Hause und wir hatten kein Fernsehen. Und wir haben so ein bisschen abseits der anderen Leute gelebt. Das hieß also, es war schwieriger für mich, Freunde, Kinder um mich herum zu haben. Und das Klavier war irgendwie das Interessanteste bei uns zu Hause. Und ich habe mich da hingesetzt und meine Mutter hat gesagt, möchtest du Klavierstunden haben? Und ich habe gedacht, wie, als Kind kann man ja das nicht in Worte ausdrücken. Ich habe gedacht, der kommt, um mir zu helfen, wie ich mich besser ausdrücken kann, ohne dass ich das gewusst habe, das Wort. Aber das ging ja nicht darum. Der wollte ja, dass ich andere Sachen spiele von anderen Komponisten und wie man die Hände richtig benutzt und diese ganzen technischen Sachen. Und ich war Nummer eins enttäuscht und zweitens, ich habe immer ein Problem gehabt mit Autorität und ich glaube, nach 2 Wochen hat er zu meiner Mutter gesagt, es ist entweder er oder ich, gell? Und ich habe gewonnen. Also eben das Beispiel von den Klavierstunden, so spielt man nichts. Ich meine, ich sitze da so ganz bequem und aber es ist eben der Unterschied. Ich meine, ich bin kein Interpreteur, gell? Also I don't interpret music, I create music. Das ist eine andere Disziplin. Ich höre es im Kopf und da kommt das Zeug her. Und die Computer und die Technologie haben das irgendwie ermöglicht, dass ich, es geht ja nur darum, dass ich, was ich im Kopf höre, irgendwie den Musikern beibringen kann, damit die das spielen können. Nämlich die arbeiten ein Leben lang dran, dass sie einen schönen, sauberen, präzisen Ton machen können. Und ich arbeite ein Leben daran, den Ton zu erfinden, den sie dann spielen können. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Ich werde Musiker. Und es war auch schlimm am Anfang. Ich meine, die ganzen Klischees waren alle da. Kein Geld, kein Erfolg, jeder hat gehasst, was ich gemacht habe. Da, 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 da. Und das ist komisch, wie die Welt so funktioniert. Das ist,